Alle Jahre wieder, wenn die Salzburger Festspiele in die Mozartstadt laden, lädt ein Juwelier zur Schmuckpräsentation auf Schloss Fuschl. Ich wohne ja am anderen Ende vom See, also ist es ja ganz logisch, dass ich hier rüberkomme. Haben Sie etwas gefunden, was Ihnen gefällt? Ja, was glauben Sie? Ich habe doch nicht Geld, so ein Ding zu kaufen. Ja, in Zeiten der Krise muss Frau den Gürtel ein wenig enger schnallen, oder nicht? Ich glaube, in einem bestimmten Kreise gibt es die Krise eigentlich gar nicht so stark. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Milliarden hat, man hat 30 verloren, ist man immer noch reich. Ne? Jetzt müsste man auf Pump Schmuck kaufen und dann hoffen, dass die Inflation kommt und die Schulden schmelzen. Werden Sie das tun heute? Das tue ich heute nicht. Nein, ich bin konservativ, ich mache keine Schulden. Wie viel Schmuck braucht denn eine Dame? Ja, viel. Zu jedem Kleid, jeden Tag natürlich. Ich habe solche Berge falschen Schmuck, Modeschmuck. Herrlich. Eine Frau kann nie genug Schmuck haben. Sehen Sie das auch so? Natürlich, auf jeden Fall. Das ist selbstverständlich so richtig, ja. Das stimmt, ja. Schmuck ist ja auch eine psychologische Geschichte. Wenn man schönen Schmuck anlegt, der wertvoll ist, steigert das das Selbstbewusstsein, daher wird man strahlender. Also es ist à la longue billiger als Psychotherapie. Ich selber trage keinen Schmuck. Nein, ich habe einen Ehering, da habe ich immer Angst, dass ich ihn verliere, dann lege ich ihn in den Safe. Das hätte Bianca Jagger letzten Sommer wohl auch tun sollen, dann hätte sie ihren angeblich 200.000 Euro wertvollen Ring bei den Festspielen nicht verloren. Wissen Sie, was so schön ist? Erstens, sie kann es sich leisten, ihn zu verlieren. Zweitens, sie kann sich auch noch leisten, ihn zu tragen. Aber den Finderlohn kann sie sich nicht leisten. Ja, es war... Haben Sie schon einmal Schmuck verloren? Gestohlen. Es wurde gestohlen, ja, alles weg. Und dann sagte mein Mann, du kaufst nichts mehr, jetzt ist Schluss. Und heute sind Sie hier und kaufen wieder eins. Ja, mein Mann ist vor 12 Jahren gestorben, jetzt kann ich machen, was ich will.